Die WM-Panthers sind zurück in Ingolstadt. Bevor sie in den Sommerurlaub gehen, haben Benedikt Kohl, Timo Pielmeier und Patrick Köpchen ihre Ausrüstung in der Kabine der Saturn Arena ausgepackt. Mit im Gepäck viele Erinnerungen und eine Zeit, die für Pantherkapitän Köpchen eine erfreuliche Überraschung war. Ja, wir hatten gerade die Abschlussfeierlichkeiten von uns hier, vom Verein gehabt. Am Tegernsee haben wir uns mit einem schönen Abend verabschiedet alle. Und dann schien auch mein Sommer eigentlich anzufangen. Und dann habe ich auf dem Rückweg einen Anruf vom Bundestrainer bekommen und hatte mich gefragt, ob ich Interesse hätte, da mitzuspielen. Und ja, wirklich lang brauchte ich da nicht überlegen. A, mit den Jungs zusammen zu sein, ist eine schöne Sache, eine Weltmeisterschaft. Habe ich jetzt auch so viele noch nicht gespielt, die letzte vor 13 Jahren. Von daher hat es mich doch sehr mit Stolz erfüllt und habe dann zugesagt und ja, habe jetzt eine tolle Zeit gehabt. So sah es auch Timo Pielmeier, der sein WM-Debüt feierte. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Sicherheit viel Erfahrung gesammelt. Es ist super, gegen die Besten der Welt zu spielen. Und ja, ich glaube, im Endeffekt, jetzt sind wir Zehnter geworden, können wir zufrieden sein, aber natürlich ist für Deutschland noch ein bisschen mehr Raum, dass wir noch besser werden. Bobek. Bobek. Die abgesagt haben, werden schon ihre Gründe dafür gehabt haben. Und ich habe mich noch fit gefühlt, habe keine großen Sachen gehabt, wo ich sage, das hindert mich jetzt am Spiel. Und von daher gab es für mich da jetzt keinen Grund, irgendwie drüber nachzudenken, ob ich aufgrund von meinem gebrochenen Zeh oder so absage. Das hat schon weniger. Konntest du die Nationalhymne überhaupt noch, nachdem du ja schon länger nicht mehr bei der Nationalmannschaft dabei warst? Ja, doch. Man hörte die ja hier im Finale doch auch öfter. Die letzten 2 Jahre haben wir Glück gehabt, im Finale gestanden zu sein. Von daher habe ich die Worte schon noch auswendig gekonnt. Aus diversen Gründen. Benedikt Kohl, jetzt hast du ja zum Beispiel gegen Jagr gespielt oder gegen Crosby. Das sind schon Hausnummern. Hast du früher Poster von denen an der Zimmerdecke gehabt oder ist das eher? Durchaus, glaube ich, ja. In Jagr, glaube ich, hat man schon als kleiner Bub kennt. Gegen den habe ich aber schon mal gespielt. Und gegen Crosby war es dann das erste Mal und ja, war kein so tolles Erlebnis, aber trotzdem wird es in Erinnerung bleiben irgendwie. Die beiden WM-Maskottchen und die Nationalteam-Trikots werden die Panther noch lange an die Zeit in Prag erinnern. Benedikt Kohl hat ohnehin einen tollen Sommer vor sich. Er wird seine Freundin Lisa heiraten und hat auch noch andere Pläne. Ja, der Sommer ist schon ziemlich durchgeplant. So viele freie Wochenenden gibt es gar nicht. Der Hagi heiratet auch noch, da muss ich auch noch hin. Und ja, Ende Juli ist die Hochzeit und der Urlaub ist jetzt die erste Juniwoche. Da können wir noch mal ein bisschen relaxen und ein bisschen Seele baumeln lassen und einen guten Wein probieren, hoffe ich mal, in der Toskana und dann ja, geht es auch schon wieder weiter irgendwann. Zum Beispiel mit der Champions Hockey League, deren Gruppen am Mittwoch ausgelost werden. Ich glaube, da sind sehr viele attraktive Gegner dabei und wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden Gegner und werden die Reise dorthin genießen, denke ich. Europa willkommen.